Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play RimWorld. Da sind wir wieder. Und im letzten Part habt ihr die Mechanoiden-Invasion eventuell verpasst. Wenn ja, dann solltet ihr nochmal reinschauen. Es war wieder richtig eklig, ne? Es war richtig eklig. Und wir haben nur ganz schöne Verluste erlitten dadurch, dass wir in den Nahkampf gegangen sind. Aber wir werden diese Verluste gleich wieder ausgleichen, indem wir einfach ein paar Handprothesen bauen. Was macht Steve Joe? Ja, du bist ja schon wieder am Pennen, ne? Du hast auch einiges abbekommen. Miss Klasali, nein, bitte sofort behandeln. Schlafen kann man immer später. Wenn einer unserer armen Kolonisten wieder eine Hand abgehangen bekommen hat, dann musst du dafür sorgen, dass das sich ändert. Wenn der Stijo wieder fit ist. Ah, sehr gut. Guck mal, mit einem Ding. Bam. Das war nicht das beste Ergebnis, aber gut genug. Und du sollst hauptsächlich craften jetzt gerade. Die Prothese fertig machen. Am liebsten beide Prothesen, aber eine Handprothese wäre erstmal etwas. Dadurch können wir nämlich zumindest schon mal Tyrophin oder so wieder die Hand wiedergeben. Die säubert derweil nur Dreck. Okay. Steve Joe. Du wirst nicht so kurz davor aufhören. Die ist fast fertig. Komm, die letzten drei Schrauben kannst du auch noch dran ziehen und dann läuft das. Und dann können wir nämlich schon gucken, ob Miss Glasali fit ist. Sie ist fit. Und wir sagen dann einfach Tyrophin. Und ich hoffe, wir verlieren sie dabei nicht. Bringe einfache Handprothese an, und zwar an der linken Hand. Und im legendären Bett, bitte. Und dann kommt hoffentlich Miss Glasali, nachdem sie die Mahlzeit gekocht hat. Yes, und installiert die. Wunderbar. Guck mal, so muss das laufen. Warum nimmst du nicht die ordentlichen Dinger dafür? Ich hab doch gesagt, du kannst hier sogar Kunstwerweltmedizin nehmen, Mensch. Na gut, scheint wahrscheinlich nicht so eine aufwendige Sache zu sein. Dann ist es ja gut, wenn sie eine weniger hochwertige Sache nimmt, aber da die Leute dabei auch sterben können, würde ich lieber was Ordentliches dafür einsetzen, muss ich ehrlich sagen. Finde ich ein bisschen krank. Okay, super. Sie hat eine einfache Handprothese. 70%. Das heißt, arbeiten. Ja, wird wieder gut. Wird wieder ein bisschen besser. Sehr gut. Dasselbe machen wir für den Paint auch noch. Dann muss der Stijo dennoch wieder ein bisschen was rödeln. Du machst ein Longsword. Ja. Der Paint wird sich freuen. Ist fast fertig. Okay. Ich will, dass ein awesome Longsword wird, Leute. Ich habe noch nicht gespeichert übrigens. Theoretisch könnte ich den Speicherstand jetzt immer wieder laden, bis es ein Ultra-Longsword wird. Longsword? Longsword. Oh Gott, ich bin so scheiße. Und? Ein überlegenes Blastahl. Longsword. Yes, pa Paint. Paint. Guck mal. Ne, hier, dein schäbigen Scheiß, ne? Den kannst du gleich in die Tonne kloppen. Exzellentes Stahl-Langschwert. Das Ding hier. Das ist, was du brauchst, mein Freund. Neben deiner Hand, aber da regeln wir gleich noch. Ja, denn der Stijo macht dir gleich eine Hand. Benötigt Material. Wir haben leider wahrscheinlich weder Stahl noch Plastahl. Doch Plastahl haben wir sogar noch. Aber nur 5, ist nicht genug. Okay. Das regeln wir. Der Naradem kriegt die Aufgabe. Ja, der hat doch die Aufgabe, den Plastahl hier noch zu machen. Dann kann er gleich noch den Stahl hier mit abbauen. Ja. Und sonst haben wir auch nicht mehr viel, leider. Langsam wird es echt alles knapp. Der Bruger bastelt währenddessen hier ein bisschen rum. Gut, dass er nicht getroffen wurde. Das hätte ihm die ganze Lunge zerschießen können oder sowas. Habe ich schon gesehen. Ah, einen Schneemann gebaut. Das ist ja cool. Ich finde das so schön, dass sie hier Schneemänner bauen, Leute. Das ist so toll. Das ist einfach nur genial. Ich finde es wirklich genial. Okay, aber die Marmorwand ist bald fertig. Wir können nur noch sagen, er soll hier weiterbauen mit der Marmorwand. Okay. Die müssen wir umlegen. Können wir abreißen und können den da hier hinsetzen. Wir machen hier ein Power Condo dann hin. Ah, schon wieder Feuer. Das hier ist leider. Oh, das hier ist wirklich fertig. Das heißt, hier könnten wir auch einen machen. Durch den Schnee muss es mit dem Feuer doch ein bisschen besser gehen. Der ist auch bald fertig. Was doch da geht, einfach wieder Hopfen ernten, während da Feuer ist, ist ja egal. Wow, guck mal, wie der Schnee schmilzt. Das finde ich auch cool gemacht. Sehr geil. Ich weiß gar nicht, wie das implementiert ist. Oh, was zur Hölle? Eine Rettungskapsel. Und dann so nah bei uns. Valerie.
Okay, psychisch abgestumpft, habgierig. Und träge. Die will ich nicht unbedingt haben. Verweigert tragen. Sozial und Fürsorge. Sie ist sehr kreativ. Das muss man ihr zugute halten. Sie ist gut im Handwerk. Und kann konstruieren. Aber sie ist halt auch träge, ne? Medieval Lordling, ich hasse es. Ich bin eigentlich dafür, sie zu Fleisch zu verarbeiten, ne? Oder ihr Organe rauszunehmen, die wir brauchen. Aber im Grunde will ich ja jemanden haben. Aber sie verweigert tragen. Wenn sie tragen nicht verweigern würde, wäre das alles okay. Würde ich sagen, ja gut, akzeptiere ich. Weil wir jemanden brauchen, der trägt. Wir brauchen jemanden, der trägt und putzt. Mehr nicht macht. Nur tragen und putzen. Und wenn sie das machen würde, wäre das super. Aber das macht sie nicht. Also können wir sie auch da liegen lassen. Tut mir leid. Könnte sie ins Feuer werfen? Ne, das ist knusprig. Wir wollen sie nicht knusprig. Wir könnten sie auch retten. Können wir sie auch einfach nur retten? Wir brauchen sie, müssen sie nicht fangen. Wir können sie ja mal retten und dann mal versorgen. Dann können wir Organe rausnehmen zur Not. Okay, ihr seid noch mit dem Feuer beschäftigt. Das ist auch wieder so eine Ablenkung, so eine unnötige, ne? Du isst neben dem Feuer. Ja, jetzt kommt zumindest der Schnee. Und der müsste dem Feuer jetzt ein bisschen beikommen. Sehr gut. Der erstickt das Feuer, das finde ich super. Nicht so gut wie Regen, aber das geht schon. Ihr baut gleichzeitig, das ist wunderschön. Ah, das ist so wunderschön. Baut der Slayer eigentlich auch mal mit, ist die Frage. Nicht so wirklich, ne? Ich meine, ist auch meistens gut, aber... Weil die beiden sind einfach nur awesome. Die sind ja gottgleich im Bauen. Sag mal, Miss Klasadi, wie sieht's aus? Du versorgst Valerie, ja, das ist gut. Versorg sie mal, ich weiß nicht, ob wir sie retten können und sie geht dann einfach wieder, dann wäre das auch okay. Ich wollte sie jetzt auch nicht einfach liegen und sterben lassen. Wir können auch noch keine Operationen durchführen, weil sie nicht gefangen haben. Wenn wir sie bekommen, na gut, dann gucke ich mal, was ich mit ihr machen kann. Dann wird sie vielleicht mit in den Bergbau gehen. Das wäre eine gute Aufgabe für sie. Bergbau und Reinigung. Fände ich eigentlich gar nicht mal schlecht. Sie ist total mies im Bergbau momentan noch, aber das ist ja nicht so schlimm. Ne, sie wird doch nicht besser damit. Es ist so doof. Konstruktion will ich auf gar keinen Fall antun und die Tiere auch nicht. Handwerk, ja, dann macht sie aber auch sowas. Oder sowas hier, ne, das will ich auch nicht. Will ich auch nicht haben. Wildschweinlederjacke. Du kannst das hier machen, deswegen will ich, dass du das machst. Hol dir das nötige Zeug dafür. Aber Valerie müsste absolut in Ordnung gehen jetzt. Kein Problem mehr. Super Behandlung sogar. Wow. Sehr, sehr gut. Das heißt, sie regeneriert sich sehr, sehr schnell. Trivialen Blutverlust. Ja, das regeneriert sie auch wieder. Sie muss nur ein bisschen liegen. Und ein bisschen gefüttert werden zwischendurch. Ein bisschen Nahrung, ja. Belebende Umgebung. Hier ist es wirklich sehr hübsch. An diesem Ort fühle ich mich richtig lebendig. Wow. I like. Und sie ist nackt. Man kann sie ja noch gebrauchen. Zur Not. Ich meine, ne? Was soll's? Jeder hat seine eigene Heizung in der Wohnung. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich finde das sehr, sehr angenehm, diese Wohnung. Aber das hier müsste mal gemacht werden. Dafür hätte ich sie halt gerne zur Konstruktion, damit sie den Quatsch da macht. Und nicht den wichtigen Quatsch. Wichtigen Quatsch können die anderen machen. Wenn die Autotür gebaut worden ist... Das Casanel schläft und Bruger schläft dann auch, ja. Guck mal, Valerie ist da. Ist vollständig geheilt. Gehörst du jetzt zu uns? Du gehörst nicht zu uns. Sie ist ein Gast. Really, sie ist ein Gast. Kannst du nicht wieder gehen? Ja, du bekommst Essen, ist mir doch recht. Keine Ahnung, wann sie wieder geht. Oh, wow, Leute. Das ist ein bisschen viel. Da müssen wir nochmal kleine Sicherung machen. Oh, oh, oh. Das sind ein paar viele. Na gut, Nara baut dann noch ein bisschen den Stahl ab. Ist auch okay. Den Plaschstahl sollst du jetzt bitte nicht mehr abbauen gerade. Okay, Stahl war das, was gefehlt hat hierfür anscheinend. Ja. Oh, aus Plaschstahl machst du das? Einfach Handprothese aus Plaschstahl. Da herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, die wird awesome. Und hat dann ultra die Trefferpunkte.
Oh, Scheibenkleister. Machen jetzt. Strom. Wir brauchen diesen Mist hier. Los, jetzt. Ist mir ganz egal, was du vorher gemacht hast. Du machst das jetzt. Das muss innerhalb von Sekunden fertig werden. Okay, hier haben wir leider noch keine ordentlichen Türen. Ja, sie starten den Angriff. Miss Klasali, da oben hin. Stijo, hier hin. Naradim soll da hin. Nee, Naradim, du gehst da hin. Naradim geht da oben hin, weil er die größte Reichweite hat. Das hier muss ich mal abreißen. Miss Carsonell, nee, du musst das noch ganz schnell machen. Tyrophine. Du kannst auch später säubern, du kannst hier hin. Der Paint. Der Forscht, der muss hier hin. Forschung ist gut, aber das machen wir ein andermal. Shivas Tochter kommt auch hier hin. Und sonst haben wir keinen mehr, nur der Bruger ist noch da. Ne, die Bruger und die Miss Carsonell müssen das ganz schnell regeln. Wir brauchen unsere Geschütztürme, verdammt. Der Slayer. Sag mal, ist das Schwert eigentlich fertig? Ja, hat er doch, ne? Hat der Paint jetzt? Oh, es ist so wunderbar. Und er kann Tiere freilassen. Sehr gut. Macht er aber nicht. Will ich nicht. Seid ihr bald mal fertig? Die Beziehungen zu Spacer haben sich um 15 verbessert, da Valerie die Karte gesund verlassen hat. Was auch immer Spacer ist. Die Fraktion gibt's nämlich nicht. Toll. Naja, gut, wir haben sie gerettet, sie hat die Karte gesund verlassen, das ist ja wohl die Hauptsache. Würdest du jetzt verdammt nochmal diesen scheiß Schalter bauen und du baust diese blöde Power Conduit? So, und jetzt seid ihr beide drafted. Du kommst hier hin. Du kommst... du kommst da hin. Der Naradim geht da oben hin. Wir werden direkt schon abfangen können. Okay, Naradim, komm hier runter. Geh direkt mal an deinen angestammten Platz. Würdest du jetzt bitte da runtergehen, verdammt! Oh Gott, er geht drauf. Okay, Bruger kommt hier runter. Aber vielleicht ein bisschen riskant. Miss Klasali geht auch hier hin. Stijo kommt dahin. Miss Carsonell kommt hier hin. Naradim? Oh Gott, wie du einfach weggeballert wirst, du Trottel, ne? Die werden dir jetzt, ja, das Gehirn wegblasen. Und die klauen ihn. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es knuspert. Nahkampfangriff. Miss Carsonell. Nein. Doch Naradim haben wir nicht mehr. Stijo kommt hier oben hin. Miss Carsonell. Kommst da hin. Slayer, Tyrophine, Shivas Tochter. Ihr rennt schnell hier hoch. Bruger, du kommst hier oben hin. Du bleibst auch nicht unten stehen. Du kommst auch hier oben irgendwo hin. Paint hinterher. Die müssen sterben. Wir müssen den Nara wiederholen. Ihr schnappt euch die Leute. Sehr gut. Mein Freund. Sehr gut, du bist tot. Tot. Schnapp ihn dir. Shivas Tochter, schnapp ihn dir. Paint, du bitte auch. Slayer. Retten. Jetzt. Der Hase frisst das Simple Meal. Ich glaube, es hackt. Sehr gut. Okay, ihr könnt alle abhauen. Geht euren üblichen Geschäften nach. Wow. Das war heftig. Dummerweise haben wir echt Verluste erlitten dabei. Fiese Verluste. Aber vielleicht haben wir eine neue Person. Der lebt nämlich noch. Der oder die. Oh, linken, ja, grauer Star. Verreck ruhig, ist okay. Du könntest noch was sein. Die sehen gut aus. Ja, neuer Bergbauforscher. Geil. Pessimist, Jogger, stark neurotisch. Ja, Pessimist, okay, aber das überstehen wir schon. Verweigert einfache Arbeit. Das heißt, tragen und hauen. Egal. Du wirst Bergbau. Du wirst unser Bergbaumann. Mit dem Naradim. Miss Carsonell. Fangen.
Okay, die müssen wir auch wiederholen. Super, wir haben nicht so viele Fallen ausgelöst. Das war nicht notwendig, glücklicherweise. Der Slayer rettet ihn. Ihr geht eure Tätigkeiten nach. Können wir dich noch gebrauchen, ist die Frage. Kiefer zerschmettert, linkes Auge ausgeschossen, okay. Du magst Tiere, Handwerk. Du bist eifersüchtig. Chemikalieninteresse, psychisch sensibel. Ja, ist vielleicht besser, das würde ich nicht holen. Schade. Schade, schade. Da hätte man noch schön was haben können mit. Okay. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Wartet mal. Fraktionen, das war Toxolavego. Ich will es nochmal ausprobieren. Nee, du bist nicht beschädigt. Okay, du... Ich will nicht fangen, ich will retten. Kann ich dich nicht einfach retten? Doch, warte. Ja, ja, okay, ich muss sie fangen, weil sie feindlich sind. Hm. Der Nara, dem wird wieder reingetragen und dann geheilt, hoffentlich. Haben wir gute Ärzte? Der Nara ist ein guter Arzt, damn. Der Slayer und die Miss Glazar, die werden sich drum kümmern, dass die Leute wieder auf Damm kommen. Und gleichzeitig müssen wir den Kram hier auch wieder anmachen. Gut. Okay. Damit hier nicht nur Grad drin sind. Okay, dürft ruhig weitermachen. Ist cool, ist cool. Ja, es ist Behandlung benötigt, ich weiß. Das wird hoffentlich gleich passieren. Miss Glazardi. Kannst ein andermal beten. Kannst für die Leute beten, indem du ihnen hilfst. Indem du sie rettest. Okay, und der Slayer. Da ist der Slayer. Der kümmert sich um die hier. Da brauchen wir keinen guten Arzt für. Oder warte mal, können wir noch einen schlechteren Arzt für nehmen? Miss Glazardi ist aber ultra gut, ne? Ne, die soll sich um Nara dem kümmern. Ja, der Slayer kümmert sich um die. Finde ich eine absolut gute Sache. Wie wär's, wenn du... Tyrafine, nein, du versorgst bitte erstmal Nara dem. Denn der ist am allermeisten beschädigt worden. Wow, und der Mittelfinger war abgerissen, das ist ja okay. Tyrafine hat die einfache Handprothese, okay, die ist auch wieder in Ordnung. Dir geht's absolut gut, okay. Die hätte mich nicht mal behandeln müssen, nur so einen Stoß. Ah, sehr gut. Seht ihr, das wunderbar läuft. Du wirst behandeln, danach kann sie ja noch den anderen da behandeln. Oh, warte mal, dich sollte man aber... nee, dich sollte man nicht gut behandeln. Die hier sollte man aber mit ordentlichem Kram behandeln. Hier liegt doch noch jemand. Sind das nur die zwei? Hat dich noch jemanden hier reingeholt? Ich meine, den alten können wir auch mitnehmen. Fang ihn auch. Ich dachte, ich hätte noch jemanden geholt. Strange. Echt nur die zwei, dass ich nur den einen haben will? Denn dich lassen wir einfach frei. Du bist scheiße. Nee, wohl bist du gar nicht. Kiefer und Auge, warte mal. Du bist super mit Tieren. Nee, du bist psychisch sensibel. Nee, dich wollen wir nicht haben. Dich schon. Dich will ich auf jeden Fall haben, auch wenn du einfache Arbeit verweigerst. Aber gut, dann müssen wir das irgendwie umschichten. Anwerbungsgespräch. 94, das kriegt der Paint hin. Miss Glazardi wird von Paint ver... Paint? Erst behandeln. Dann kann der Paint wieder was machen. Okay, sehr gut. Mit ein bisschen Glück. Oh, schlechtes Ergebnis, wirklich? Ist ja strange. Du bist so gut. Du bist so gut, Miss Glazardi. Wir sind so gut. Miss Glazardi, da habe ich immer das Gefühl, man muss sie sagen, ne? Obwohl es meine Freundin ist, ist ganz komisch. Okay, aber gut gelungen. Den versuchen wir anzuwerben. Mal gucken, ob Trebo zu uns kommt und dann haben wir vielleicht noch einen neuen Namen zu vergeben. Wen hätten wir denn da? Eine Erschöpfung, der Slayer. Oh Gott. Alter, bist du dumm. Alter, bist du scheiße, ey. Uga. Bist du tot? Du bist gefesselt und bewusstlos, ja. Kann man dich nicht wieder retten? Paint.
Du sollst den nicht ausziehen, Paint. Du sollst den. Wir können dir nicht helfen. Was soll denn das? Ich muss dir doch helfen können. Miss Klasali. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum wir nicht helfen können. Fünfte Rippe ist zerbrochen. Sehr gut. Alles ist wieder in Ordnung, nur hat es am Kopf einen Stich, der aber behandelt werden muss, weil... Aber ich kann den nicht behandeln. Komm, kann ich jetzt? Ich kann sie füttern. Ich dachte, ich könnte die wieder reinholen. Ich will die doch nur freilassen, damit die uns mehr mögen, verdammt. Tyrofin ist wieder vollständig geheilt. Kannst du die mitnehmen? Fütter die mal, komm. Ich meine, was soll's? Oh, das ist so blöd. Okay, du säuberst Dreck, du solltest aber lieber mal die Leute reintragen. Ah, hier haben wir noch jemanden, den alten Senke. Den mit dem grauen Star. Miss Casali kümmert sich schon drum, das ist super, aber dann können wir den eh freilassen. Ich wusste doch, wir hatten noch einen. Da kümmert sich der Paint hoffentlich drum. Und dann passt das. Und hier wollen wir noch ein Marmor haben, weil die schwere Krankheit behandeln wir bitte nicht, ja? Was auch immer der für eine schwere Krankheit hat. Was hast du bitte für eine schwere Krankheit? Extrem Blutverlust, ja. Ist das eine schwere Krankheit? Da können wir eh nichts dran tun. Okay, das muss der Paint machen. Wir haben hier eine normale Wildschweinlederjacke. Sehr gut. Das Ding ist noch nicht ganz fertig, Stijo. Das wäre echt gut, wenn du die fertigstellen könntest. Ich meine, ihr seid da am Rödeln, aber... was ist mit der passiert? Ist die abgehauen? Ja, sehr gut. Bring ihn raus. Könntest du ihn nicht hier rausbringen? Der wird auch wieder nur eine Falle laufen, der Trottel. Oh well. Slayer, du schläfst. Tyrofin, du säuberst Dreck. Wie wär's, wenn du hier mal was reinträgst? Ihr geht's ja wieder ein bisschen besser durch ihre Handprothese. Hat sie, ja, ganz gute Effizienz in der Arbeit. Du siehst Xerigium, ja. Das ist eine wichtige Aufgabe, das stimmt. Da will ich dich auch nicht von abhalten, ehrlich gesagt. Aber generell will ich dich dann schon wieder. Ach, scheiße. Einschränkungen. Der Slayer hat noch aufgehobene Einschränkungen. Also warten wir, bis er fertig ist. Tyrofin, bitte reintragen. Wir brauchen unseren Scheiß. Der Naradem, der braucht wieder sein Scharfschützengewehr. Du kannst bitte das Energieschild weglegen. Dankeschön. Wo bist du? Okay, leg das Energieschild bitte weg. Weil ich das nämlich wusste. Aha. Ja, nimm das Scharfschützengewehr. Tyrofin. Kann dir den ganzen Kram bitte reintragen, denn wir brauchen den. Wir werden verkaufen. Wie immer. Oh Gott, du bist so dämlich, Gazelle. Er wird sterben. Er wird sterben in der nächsten Falle. Passt auf. Er muss jetzt alle Fallen passen, damit er hier rauskommt. Es ist zum Kotzen. Die letzte Falle tötet ihn. Wow. Well done. Das ist ein bisschen kacke, dass selbst die entlassenen Gefangenen nochmal durch alle Fallen durch müssen. Das Ding ist übel. Er säubert nur Dreck. Dann kannst du auch den hier wegtragen. Gut, dass die Fallen noch nicht reaktiviert wurden. Das wollte ich nämlich eigentlich schon machen lassen. So, hier oben sind noch ein paar Sachen, die du eigentlich mitnehmen kannst. Du trägst den Langbogen. Okay, dann kannst du auch... Ja, Mahlzeit gibt's später. Ist verboten? Die sind aber nicht verboten. Ich habe keine Ahnung, warum die verboten sein sollen, ehrlich gesagt. Für sie geht's. Strange. Und der Alte verschwindet.
Ich weiß nicht, was mit der anderen Troller passiert ist. Haben wir denn irgendwas mit der Fraktion bekommen? Nö. Ich will wissen, ob da gleich noch was kommt. Solange das jetzt noch laufen. Euch beide können wir auch mal töten. So, nimm mal hier von der Troller. Bitte nicht meine Leute abschießen, Mädchen. Ne, Miss Carsonell, das ist gerade weiß. Warum sind die hier nicht richtig? Warum werden die nicht richtig angezeigt, frage ich mich. Ah, wartet mal. Ich glaube, das liegt daran, weil die echt in der Wand sein müssen. Hier sieht man gar kein Ductwork. Ich verstehe nicht, warum man die nicht sieht. Vielleicht ist das auch ein Bug. Ich werde einfach mal eine Wand hier durchziehen. Und werde hier einfach mal eine einfache Tür durchlaufen lassen. Und hier auch. Konntest Tremor nicht anwerben, Paint ist okay. Okay. Jetzt ein Slayer noch schnell. Warte mal, der Typ muss doch jetzt weg sein, oder? Der Typ ist weg und ich habe nichts bekommen dafür. Doch, seht ihr? Seht ihr? Wir können so... Ah, sehr gut. Okay. Du kannst nicht. Kannst du? Du darfst. Okay, dann nimm du. Shivas Tochter schläft. Ja, dann machen wir das später. So, Leute, aber ich beende jetzt den Part. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play RimWorld. Und dann werden wir hoffentlich ja, weiterkommen hier in dem Ganzen. Und ja, nicht mehr von so einem scheiß Angriff wieder gemetzelt, damit wir das hier unten mal fertigstellen können. Dieses Todeszone, in der wir dann die komischen Mechanoiden reinlotsen werden. Naja, mal schauen. Bis dann, Leute. Tschüss.